Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal Almans in Dubai. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Yannick. Und mein Name ist Sarah. Und wir zeigen euch heute 5 Fehler, die man unbedingt beim Auswandern vermeiden sollte. Viel Spaß dabei. Dich interessieren Themen wie Dubai und Auswandern? Dann würden wir uns freuen, wenn du uns abonnierst, denn wir zeigen dir jeden Sonntag ein neues Video über diese Themen. Und heute geht es, wie gesagt, um die 5 Fehler, die du auf gar keinen Fall machen solltest, wenn du nach Dubai auswandern möchtest. Und zwar ist es sozusagen der erste Punkt, der uns halt aufgefallen ist, die fehlende Vorbereitung. Fehler Nummer 1 ist in der Tat die fehlende Vorbereitung. Uns ist immer wieder aufgefallen, wie wichtig das Thema Vorbereitung ist, wie viele Monate im Vorfeld man schon planen muss und auf was für Themen man eigentlich alles achten muss, die einem im Vorfeld gar nicht so bewusst sind. Meines Erachtens ist es da ganz wichtig, dass man sich im Vorfeld schon, wenn man sich dazu entschlossen hat, zum Beispiel nach Dubai oder in jegliches anderes Land auszuwandern, mit den Themen zu befassen, auf die man dort achten sollte. Da ist es tatsächlich am besten, was wir zuerst gemacht haben, in Facebook-Gruppen zu gehen, sich Infos einzuholen, sich mit den Leuten auszutauschen, zu gucken, was sind hier die besten Wohngebiete, die für einen tatsächlich in der persönlichen Situation in Frage kommen. Und das waren tatsächlich so die ersten Steps, die wir angegangen sind. Ja, das ist auch nicht peinlich, irgendwie in Facebook-Gruppen zu gehen, weil dafür sind die da. Dort könnt ihr wirklich jede Frage stellen, sei es, wie läuft es ab mit der Auswanderung mit Tieren, mit Kindern, welche Schulen könnt ihr empfehlen, was sind so eure Empfehlungen von Wohngebieten, weil jeder hat natürlich auch andere Wünsche in diesem Sinne und das ist natürlich optimal. Ich habe so viele Sachen immer genannt bekommen und wir konnten am Ende uns wirklich so das Beste rauspicken, was für unseren Lebensstil und unsere Anforderungen am besten ist. Was ich ebenfalls sehr witzig fand, ich habe noch so eine alte Liste gefunden, als wir uns vorbereitet haben für die To-Dos in Deutschland, weil das gehört ja auch noch dazu, was man alles für die Auswanderung noch in Deutschland erledigen muss, damit man wirklich, wenn man im Flieger sitzt, sagt, puh, ich habe alles erledigt. Und da haben wir wirklich viele, viele Sachen drin geschrieben, die Möbel verkaufen, streichen lassen, wirklich so die kleinsten Abmeldungen, Einwohnermeldeamt, einer der wichtigsten Punkte, Handys, was machen wir mit den Handyverträgen in Deutschland, die müssen ja auch gekündigt werden, die Katzen impfen lassen wegen der Auswanderung, also hier war wirklich alles drauf, was wir für To-Dos hatten und für uns war das wirklich am besten, dass wir wirklich eine Liste für uns haben, das ist zu tun und das müssen wir Step by Step erledigen. Was wir auf jeden Fall auch empfehlen können, viel Zeit einplanen. Genau, viel Zeit einplanen. Plus, wenn ihr euch entscheidet, tatsächlich hierhin auszuwandern, ist es auch ebenfalls wichtig zu gucken, mache ich die ganzen behördlichen Steps und alles, was dazugehört, komplett alleine oder hole ich mir einen Dienstleister, wie wir es zum Beispiel gemacht haben und sagen, okay, der macht alles, wir haben die Behördengänge, er sagt uns, wo wir genau hingehen, wo wir unterzeichnen müssen und arbeitet eng mit uns zusammen. Wenn das der Fall ist, dann ist es super, dann sollte man sich dann natürlich auch schon in Deutschland im Vorfeld drum kümmern, mit den Leuten sprechen, sich verschiedene Angebote einholen. Sollte dem nicht der Fall sein, ist noch mehr Arbeit und Vorbereitung getan, weil man sich dann wirklich hier austauschen muss mit Menschen, 2, 3, 4 Mal hingeflogen zu sein, um zu gucken, okay, was muss überhaupt gemacht werden? Deswegen das ist voll komplex, das Thema. Absolut. Von daher haben wir präferiert, einen Dienstleister auszuwählen, mit dem wir zusammenarbeiten, der uns dann tatsächlich auf dem Gebiet mit seiner Expertise einiges abnimmt. Und der zweite Punkt ist so für uns Deutsche immer so ein heikles Thema, weil über Geld spricht man ja nicht. Aber es ist leider so. Der zweite Punkt ist wirklich die mangelnde finanzielle Planung. Und bei diesem Thema habe ich das komplett an meinen Mann abgegeben, weil Finanzen und ich sind keine Freunde. Yannick und Finanzen sind Freunde. Ja, und das ist tatsächlich das wichtigste Thema, womit das Ganze steht und fällt, eben die Finanzen, wenn man auswandert, weil man ein gewisses Puffer mitbringen muss. Und man fragt sich erstmal, okay, wofür eigentlich? Ich komme doch hier hin. Aber es kommen so viele Kleinigkeiten auf, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Das fängt bei Kautionszahlungen an für jegliche Themen. Das fängt für mindestens 3 Monatsmieten im Voraus zahlen an, geht über ein Airbnb, geht über einen Führerschein. Da kommen ganz viele andere Themen auf. Und wenn mal irgendwas sein sollte, sollte man auf jeden Fall hier mal einen Puffer haben. Und das sollte man am besten schon aus Deutschland mitbringen, weil wenn das nicht gegeben ist und die Tatsachen dann eintreffen, mit denen man nicht gerechnet hat, dann wird es ganz schnell unschön. Dann sind wir auch direkt wieder beim Thema Gut bei Deutschland, wo dann die Leute blauäugig ins Land auswandern und einfach keine finanziellen Mittel haben und dann auf der Straße heulend sitzen, weil sie wieder zurück müssen. Und um das halt zu vermeiden, bitte sorgt dafür, bevor ihr auswandert, dass ihr wirklich viel spart, viel zurücklegt, dass ihr hier wirklich auch mal ein paar Monate, sollte irgendwas mal nicht klappen, über die Runden kommt. Also mein Resümee tatsächlich dort für die finanzielle Planung. Betrachtet eure Fixkosten, die ihr hier habt.
nehmt diese mal mindestens 6. Und das ist das, was ihr als finanzielles Polster auf jeden Fall mit ins Ausland, wenn ihr auswandert, nehmen solltet, damit ihr einfach abgesichert seid. Und wenn irgendein Monat mal vorkommt, wo irgendwas passiert, womit ihr nicht rechnet, dann fallt ihr nicht direkt so tief, sondern könnt hier einfach entspannt weiterleben. Und das ist tatsächlich der Sinn der Sache. Und nun kommen wir zum dritten Fehler, den du unbedingt vermeiden solltest, die Ungeduld. Und da, ja, er lacht schon, ist er wirklich der Meister der Ungeduld. Vielleicht kannst du mal erzählen, was... besser geworden. Ja, er ist besser geworden. Aber das ist wirklich ein Punkt, weil jetzt einfach als Beispiel Dubai. Dubai läuft manchmal langsamer und manchmal schneller. Das kann man nicht beeinflussen. Manchmal hat man ganz schnell die ganzen Termine und manchmal nicht. Und bei uns war das am Anfang, es hat sich gezogen wie Kaugummi. Das hatten wir schon im letzten Video erwähnt. Wirklich gezogen wie Kaugummi, dass Yannick halt irgendwann gesagt hat, ey, wir kriegen niemals die Emirates-ID. Das wird auf gar keinen Fall klappen. Trust the process, habe ich da gesagt. Wirklich vertraut eurem Dienstleister, den ihr an der Hand habt, weil er kümmert sich da um alles. Und jetzt zum Beispiel Thema Ramadan. Wir hatten ja jetzt vor kurzem Ramadan und da laufen die Uhren wieder langsamer. Ne? Und das ist halt ganz normal, weil halt wirklich manche Begebenheiten, gerade Anfang des Jahres, wandern ganz viele Leute nach Dubai zum Beispiel ein, wo man halt wirklich merkt, die Behörden sind gerade so ein bisschen, ja, überfordert. Aber wie gesagt, trust the process, nimmt genug Geld mit, habt genug Geduld und dann wird es auch klappen. Ja, ich glaube, da war ich ein Experte, ne? Dass ich einige Tage wirklich Stimmungsschwankungen hatte, weil es ist so, man gibt das Thema in komplett andere Hände, man weiß nicht, wie die Behörden hier arbeiten, man weiß nicht, was der Rechtsanwalt macht. Von daher, also rückblickend kann ich wirklich sagen, wenn man ein gutes Gefühl bei der Person hat, die das dafür übernimmt, sprich der Dienstleister, ja, dann muss man das wirklich in die Hände abgeben und Schritt für Schritt dem Prozess vertrauen und sich jeden Tag freuen, wenn man einen kleinen Schritt weiter ist. Wenn das nicht so ist, wie es dann bei mir der Fall war, macht man sich auch verrückt und es hat erheblichen Einfluss dann auf den Tag, wo man eigentlich hier ankommt und sich freuen kann, weil Sonne ist. Ja. Und dann ärgert man sich über Kleinigkeiten, die gar nicht notwendig sind. Das heißt, Geduld bewahren und Schritt für Schritt dem Prozess vertrauen, bis man am Ende am Ziel angekommen ist und dann merkt man, es ist alles gut, hier will keiner irgendwas Böses. Man hört aber tatsächlich immer schon mal wieder, na, hier gibt es einige Scammer, hier gibt es einige Betrüger, die versuchen den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das ist so das, woran ich dann geglaubt habe, bitte nicht bei uns. So. Aber es ist alles gut, geduldig sein. Und der vierte Fehler, den du unbedingt vermeiden solltest, ist sozusagen Dubai zu erleben wie ein Urlaubsland, aber noch nicht hier gelebt hast und dir, sag ich jetzt mal, die Umgebung angeschaut hast. Weil das sind, glaube ich, auch so viele Fehler, die ein paar machen. Die sind 8 Tage auf der Palme und sagen, boah, Dubai ist ja wunderschön. Dubai ist wunderschön. Aber trotzdem ist das Leben hier anders, als wie natürlich, wenn du hier Urlaub machst. Deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall, schau dir vielleicht mal Dubai eher als Bewohner an, buch dir ein Airbnb in der Stadt oder ein bisschen außerhalb, miet dir ein Auto und fahr hier gerne mal ein bisschen rum und lass dir Eindrücke verschaffen über die Stadt, ne, über die Kultur, ob du damit klarkommst, mit dem Englischen hier. Das ist nämlich auch so ein kleiner Fehler, auf den wir gleich kommen. Ne, das sind halt, wie gesagt, so Punkte, die da sehr wichtig sind in der Vorbereitung. Schau dir Dubai wirklich quasi als Bewohner und nicht als Urlauber an. Und dann kannst du halt wirklich erfahren, willst du hier leben oder nicht. Und wenn man tatsächlich hier lebt, dann darf man es nicht mit einem Urlaubsort verwechseln, weil man muss hier ganz schnell seine Routinen bekommen und einfach seinen festen Arbeitstag, seinen festen Rhythmus, wie man es auch vorher in seinem Heimatland hatte, in dem Fall bei uns in Deutschland. Da hat es genauso geklappt. Das heißt, hier muss man schnell wieder reinkommen, weil wir haben mit einigen gesprochen und hier kommt man schnell so in diesen Trott rein, wenn man länger nicht arbeitet, ja, dass man dann irgendwie vor sich herlebt, ne, ganz viel hier macht und dann irgendwann kommt mal wieder die Überlegung, ach, jetzt sollte ich mal wieder was tun und mal arbeiten. Deswegen ganz wichtig, ankommen, den Ort hier genießen und danach schnell wieder in die festen Routinen rein, damit es einfach übergangsmäßig top ist. Wenn du direkt einen Job hast, hast du direkt Routinen. Die hatten wir auf jeden Fall, was sehr gut war. Wir konnten direkt wieder einsteigen. Gerade Yannick, der war direkt am ersten Tag, als er hier angekommen ist, war da schon am Arbeiten gefühlt. Ich war erst am dritten Tag am Arbeiten. Aber das sind halt solche Punkte. Wir haben halt direkt wieder gemerkt, wie das echte Leben hier ist und nicht sozusagen mit der rosaroten Urlaubsbrille, ach schön, wir gehen jetzt zum Pool, zum Strand und schlürfen nur Cocktails. So, und Fehler Nummer 5, meines Erachtens der wichtigste Fehler, den man vermeiden sollte, ohne Sprachkenntnisse in das Land auszuwandern. Bei uns ist es tatsächlich der Fall, dass zumindest einer verhandlungssicher Englisch sprechen kann und das hilft uns tatsächlich weiter. Und so lernt Sarah aber auch Schritt für Schritt, weil sie es eben nicht so gut kann, dass sie einfach durch Learning by Doing und Zuhören die Sachen adaptiert und dann dementsprechend auch anwenden kann. Und da muss ich tatsächlich sagen, toi toi toi, hast du dich schon sehr, sehr gut verbessert. Schon gut geworden. Aber es ist ganz wichtig, wenn ihr kein Englisch könnt und alleine auswandern solltet, dann
gibt es wahrscheinlich Schwierigkeiten, weil ja, die Behörden und generell auch wieder Dienstleister, die nehmen euch viel ab, aber auch wenn ich zum Beispiel an das Bankgespräch denke, wo niemand dabei war und der uns mit Fragen gelöchert hat, wenn man da jetzt gar nicht auf Englisch antworten kann, weiß ich nicht, ob das so gut kommt. Von daher, macht irgendeinen Sprachkurs, lernt Englisch, die meistgesprochene Sprache der Welt, aber guckt einfach, dass ihr dahingehend vorankommt und einfach, bevor ihr auswandert, sehr gut gewappnet seid. Und dieses Thema hatte ich zum Beispiel auch auf TikTok, ob man mit Deutsch in Dubai auskommt. Auf gar keinen Fall. Und dann kamen natürlich auch die Kommentare, hey, ich spreche fließend Arabisch, ich komme da mit Arabisch hier 100% durch. Ja, ist halt die Landessprache der VAE, ganz normal, kommt man sehr gut durch. Aber trotzdem, weil Dubai halt so international ist, ist Englisch hier wirklich trotzdem sehr, sehr wichtig. Und diese Sprache solltest du auch beherrschen, weil wenn du in Dubai arbeitest, hast du immer wieder mit englischsprachigen Klienten zu tun aus verschiedenen Ländern, die kein Arabisch sprechen. Und deswegen ist Englisch nun mal must to have. Basics werden nicht reichen, verhandlungssicher, gut aufgehoben. Es gibt noch viel, viel mehr Fehler, die du vermeiden solltest. Aber ich denke, die 5, das sind die wichtigsten Fehler, die du vermeiden solltest. Und das reicht, glaube ich, erstmal, weil wir wollen euch ja auch nicht allzu lange langweilen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Wenn du noch Fragen haben solltest, schreib es gern unten in die Kommentare rein. Und ansonsten sehen wir uns am nächsten Sonntag um 13 Uhr wieder. Und wir wünschen dir jetzt ein schönes Wochenende. Bis nächsten Sonntag. Ciao. Ciao.